Von heute an geht's bergab. In nur 3 Wochen wollen die Arbeiter den alten Gasturm links der Weser ganz und gar demontieren. Schon jetzt hat die Bremensie mit der rot-weißen Kuppel nur noch Schrottwert. 1950, als der Gasturm gebaut wurde, waren solche Speicher etwas ganz Übliches im Stadtbild. Heute ist er eigentlich ein Überbleibsel, ein technisches Denkmal, denn seit Bremen mit Erdgas versorgt ist, braucht man keinen Gasturm mehr. Die Stimmung auf der Baustelle ist etwas wehmütig. Viele erinnern sich noch an die Nachkriegsjahre, als man den Speicher voller Stolz aufbaute. Letzten Endes ist nicht die Erinnerung an den Behälter, sondern die Erinnerung an viele Menschen. Übrigens, der Abriss muss sein, aus Kostengründen, so schwer das auch fällt. Denn es würde Millionen verschlingen, den 75 Meter hohen Turm zu erhalten.